Hallihallo, schön, dass ihr zu einem neuen Video von mir eingeschaltet habt. Heute soll es meine Leseliste März geben oder für den März geben. Ja, der Februar ist tatsächlich schon vorbei und jetzt fängt der März an und damit hoffentlich auch bald der Frühling. Ich kann es echt nicht mehr erwarten. Dieser Winter geht mir so auf den Keks, dieses ekelhafte Wetter. Ich freue mich so auf den Frühling, wenn es dann auch langsam wieder warm genug wird, um sich gemütlich nach draußen zu setzen, wo alles schön blüht und die Vögel zwitschern und da dann einfach in Ruhe zu lesen. Da freue ich mich echt wahnsinnig drauf, weil ich bin absolut nicht der Wintermensch, überhaupt nicht. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Ich möchte euch meine Leseliste für den März vorstellen. Ich habe mir vorgenommen, 9 Bücher mit insgesamt nur, in Anführungszeichen, 3664 Seiten. Also es sind zwar 9 Bücher, aber es ist eigentlich noch gar nicht so viel, weil vor allem 2 Bücher sehr dünn sind in meinen Augen oder ziemlich dünn und sich wahrscheinlich sehr schnell lesen lassen. Und die anderen sind jetzt auch nicht so übermäßig dick. Also die meisten haben so gerade mal so 300 Seiten. Ein paar haben dann an die 400. Also es ist echt, es ist wenig. Sagen wir es einfach so, bevor ich hier jetzt noch anfange, Unsinn zu reden. Auf jeden Fall sind es 3664 Seiten insgesamt, was halt gerade mal 118 Seiten pro Tag macht. Da ist mir das erst aufgefallen, wie wenig das eigentlich ist. Ich meine, die letzten Male hatte ich immer so 170 Seiten pro Tag oder sowas in dem Dreh, weil 118 Seiten schaffe ich zurzeit eigentlich ziemlich locker. Von daher bin ich auch sehr zuversichtlich, was diese Leseliste für den März angeht, dass ich das alles schaffe. Ich weiß noch nicht genau, ob sie letztendlich so bestehen bleiben wird, wie sie im Moment ist, was einfach daran liegt, dass ja, mich in naher Zukunft noch Bücher erreichen, auf die ich sehr neugierig bin und dass ja auch im März Bücher erscheinen, auf die ich wirklich sehr, sehr gespannt bin. Also zum Beispiel das neue Buch von Sebastian Fitzek. Ich glaube, wenn ich das jetzt Mitte März kaufe und in den Händen halte, kann ich nicht warten. Und da sind auch noch ein paar andere Bücher, von daher kann es gut sein, dass sich dann das eine oder andere noch dazwischen drängelt. Aber ich denke mal, der Großteil wird so bestehen, einfach weil ich auch allein von den neuen Büchern schon 4 Leserunden habe. Und die kann ich ja nicht einfach so verschieben, das wäre ja gemein. Und zwar fängt das Ganze an im März mit Kalendergirl, verführt von Ordikalern. Das Buch lese ich zusammen mit der lieben Claire Morgenstern direkt ab dem 1. März. Sprich, wenn ihr dieses Video seht, habe ich damit vielleicht sogar schon angefangen. Und dazu wird es dann auch ein Lesetagebuch von uns geben, wenn wir das Buch gelesen haben. Ich glaube, inhaltlich brauche ich gar nicht so viel dazu zu sagen, weil dieses Buch in letzter Zeit ja auch echt überall rumging. Ich bin da sehr gespannt darauf. Ich habe mittlerweile gehört, dass es doch wirklich sehr in diese Erotikschiene mit reingehen soll, was ich mir schon gedacht habe, aber man weiß ja nie, es kann ja auch anders kommen. Aber ich bin froh, dass ich das jetzt vorher weiß, einfach weil ich so dann drauf eingestellt bin und weiß, was mich erwartet. Ich bin mal gespannt, wie es mir gefallen wird. Ich bin da noch so ein bisschen zwiegespalten, ob das wirklich was für mich ist. Ich habe ja auch lange gezögert, bis ich es mir gekauft habe, einfach weil ich so dachte, wer weiß, das könnte richtig gut werden, aber es könnte auch richtig schlecht werden und ich hatte halt vor dem zweiten Angst. Aber mal schauen, ich bin schon neugierig und freue mich damit jetzt loszulegen. Mit der lieben Jenny von Münchens Lesewelt möchte ich dann lesen Die Magie der Namen von Nicole Gosdeck. Hier geht es um eine Welt, in der Jugendliche keinen Namen haben, sondern erstmal nur eine Nummer, bis sie dann volljährig werden und bei einer besonderen Zeremonie, steht hier irgendwas dazu? Nein. Bei einer besonderen Zeremonie erhalten sie dann einen Namen. Jeder Name ist einzigartig und die Namen geben halt nicht nur den Namen an, sondern auch welche Bestimmung die jeweilige Person hat. Sprich, welchen Beruf sie ausüben soll, wie sie leben soll. Und unser Protagonist ist der Junge Nummer 19. Daran muss ich mich, glaube ich, erst gewöhnen. Auf jeden Fall bekommt der einen Namen, der ihm überhaupt nichts sagt und mit dem niemand viel anfangen kann. Und das führt ihn auf eine abenteuerliche Reise nach der Suche, auf der Suche nach seiner Bestimmung oder wie auch immer. Klingt sehr interessant, nach einem ja, interessanten Konzept von der Welt her, von der Idee her. Ich bin da sehr gespannt drauf und ich denke, die Jenny und ich werden damit auf jeden Fall viel Spaß haben. Mit der lieben Sophia von Sophias Book Planet habe ich ja im Laufe der letzten, ich weiß nicht, 2 Jahre oder so dürften es gewesen sein, die Shadow Falls Camp Reihe von CC Hunter gelesen und deswegen wollen wir auch dieses Buch jetzt zusammen lesen, nämlich Shadow Falls After Dark, ebenfalls von CC Hunter. Dies ist nämlich das Spin-off der Shadow Falls Camp Reihe. Hier geht es diesmal um Della, die in der ersten Reihe ja nur Nebenperson war, ein junger Vampir und jetzt ist sie halt die Protagonistin. Ja, kann ich euch das erzählen, ohne euch zu spoilern, wenn ihr die Reihe noch nicht gelesen habt?
Ich weiß es gar nicht. Doch, ich glaube schon. Auf jeden Fall geht es im Shadow Falls Camp ja um ein Camp für Jugendliche mit besonderen Fähigkeiten, was halt auch dazu führt, dass Della dorthin geht als Vampirin. Und sie ist sehr gefrustet, weil, ja, sie war bei ihrer Familie zu Hause. Dort ist alles schief gelaufen. Ihr Ex nervt sie und ihr kalter Vampirkörper stört sie. Und dann kehrt sie in Shadow Falls Camp zurück nach dem Wochenende. Und will halt allen beweisen, was in ihr steckt und ja, stürzt sich darauf in ein Chaos, würde ich mal vermuten. Keine Ahnung, wir werden das lesen. Ich bin auf jeden Fall sehr neugierig drauf, weil ich die Shadow Falls Camp Reihe wirklich sehr, sehr gut mochte, sehr, sehr gern mochte. Kein Band war so komplett perfekt, dass ich 5 Sterne hätte geben können. Es gab immer mal so ein paar kleine Schwächen, aber letztendlich war es wirklich eine Hammerreihe, die mir sehr gut gefallen hat und die ich sehr gerne gelesen habe. Und von daher bin ich wirklich sehr, sehr neugierig jetzt auf dieses Spin-off und hoffe, dass es mich nicht enttäuschen wird. Dann wären wir auch schon bei der letzten Leserunde angekommen. Mit der lieben Jessie von Melody of Books möchte ich nämlich lesen Perfect, willst du die perfekte Welt von Cecilia Ahern. Das ist der zweite Teil von Flawed und auch der letzte Teil dieser Reihe. In Flawed geht es um eine Welt, in der ja alles perfekt sein muss und jemand, der etwas tut, was als fehlerhaft eingestuft wird, wird sozusagen gekennzeichnet und muss unter bestimmten Auflagen leben. Und unsere Protagonistin Celestine ist eigentlich immer perfekt gewesen, bis sie halt in einem bestimmten entscheidenden Moment heraus aus dem Bauch heraus handelt und daraufhin wird sie als fehlerhaft gekennzeichnet und ihr ganzes Leben verändert sich. Das ist jetzt, wie gesagt, der zweite Band, auf den ich wirklich sehr, sehr gespannt bin. Ich möchte unbedingt wissen, wie es mit der Protagonistin weitergeht und wie diese ganze Geschichte endet. Und von daher freue ich mich da wirklich schon sehr drauf. Dann möchte ich ein Buch lesen, auf das ich schon so hingefiebert habe und ich bin so froh, dass ich es schon besitze. Es erscheint nämlich erst am 10. März oder am 13. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Es erscheint auf jeden Fall Mitte März. Und zwar ist es Infernale Rhapsody in Schwarz von Sophie Jordan und ich habe es als Rätsel-Exemplar bekommen. Deswegen besitze ich es schon und ich freue mich sehr darüber, weil ich jetzt direkt am 1. März damit loslegen möchte. Ich möchte unbedingt wissen, wie die Geschichte um Davy weitergeht. In Infernale geht es um eine Zukunft, in der das sogenannte Mördergen identifiziert werden kann. Und Menschen, die halt das Mördergen in sich tragen, werden ja anders behandelt, werden gebrandmarkt, müssen bestimmte Schulen besuchen und leben im Prinzip als Außenseiter. Und unsere Protagonistin Davy ja, hätte nie gedacht, dass es sie treffen kann, doch sie wird positiv auf dieses Mördergen getestet, was ihr ganzes Leben verändert. Mir hat Teil 1 wirklich sehr, sehr gut gefallen. Das Buch ist irgendwie so zweigeteilt gewesen, also die Handlung vom zweiten Teil ist ganz anders als die Handlung vom ersten Teil. Mir gefiel die vom zweiten Teil besser. Von daher denke ich, dass mir dieser zweite Band noch besser gefallen könnte als der erste. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich da auf jeden Fall sehr, sehr drauf. Und ja, es wird dann pünktlich zum Erscheinen, wenn alles klappt, von mir die Rezension dazu geben. Dann hat die liebe Claire Morgenstern natürlich auch wieder 2 Bücher meiner Blacklist für mich rausgesucht. Und eins davon musste ich natürlich nehmen und musste mich für eins davon entscheiden. Und ich habe gewählt Fillory, die Zauberer von Lev Grossman. Hier geht es um Quentin, heißt er, glaube ich, genau. Der halt gelangweilt ist von der Schule und viel lieber liest und sich in seine Fantasiewelten flüchtet, bis er dann plötzlich herausfindet, dass eine dieser Welten tatsächlich existiert und dort landet er plötzlich und geht dann dort auf eine Zauberschule. Aber anders als in seiner Fantasie ist es kein heiler, freundlicher Ort, sondern diese Welt ist düster und voller Bedrohungen, mit denen er kämpfen muss. Ja, ich bin da sehr gespannt drauf. Ja, weiß ich nicht, was ich sonst noch sagen soll. Ich bin da wirklich sehr gespannt drauf, sehr neugierig drauf. Ich habe auch so ein bisschen Angst davor, weil ich nicht ganz genau weiß, was für eine Geschichte mich da erwartet. Und wie ich erfahren habe, gibt es dazu sogar eine Fernsehserie, The Magicians oder wie auch immer man es ausspricht. Ich hatte von dieser Serie gehört, aber ich habe das gar nicht in Verbindung mit dem Buch gebracht. Im Nachhinein bin ich froh, dass ich diese Serie nicht geguckt habe, weil da bräuchte ich jetzt das Buch nicht mehr lesen. Das ist ja bei mir so, wenn ich den Film kenne oder die Serie, dann ist meine Motivation, das Buch dazu zu lesen, eher gering, weil ich die Geschichte schon kenne. Von daher bin ich froh, dass ich da nie eingeschaltet habe. Und ja, ich bin jetzt neugierig auf das Buch. Ich habe so ein bisschen Angst davor und ja, ich hoffe einfach, dass es mir gefallen wird. Dann müssen natürlich auch Bücher von meinem Frühlingssub, den ich euch vor kurzem vorgestellt habe, auf meine Leseliste wandern. Und zwar habe ich mir da zum einen für diesen Monat rausgesucht, Wenn du vergisst, von Heidrun Wagner und Miridoro. Ja, brauche ich dazu noch was sagen? Ich glaube nicht. Ich bin jetzt einfach nur sehr neugierig und hoffe, dass es mir genauso gut gefällt wie allen anderen auch und freue mich da wirklich schon sehr drauf. Und das ist jetzt zum Beispiel eins dieser kleinen
schmaleren Büchern, von denen ich am Anfang geredet habe, weshalb ich glaube, ja, diesmal ist es halt nicht so viel, auch wenn es 9 Bücher sind. Weil ich glaube, wenn ich mal so einen Tag komplett frei habe, dann kann ich das an einem Tag wirklich komplett durchlesen. Das hat 200, wo stehen die Seitenzahlen? Ah, 234 Seiten. Also das ist jetzt echt nicht die Welt. Und von daher, ja, lässt sich das wahrscheinlich ganz, ganz schnell lesen. Das zweite Buch, was ich mir von meinem Frühlingssub ausgesucht habe, ist ebenfalls nicht besonders dick. Und zwar ist es Magisterium und der Schlüssel aus Bronze von Holly Black und Cassandra Clare. Der dritte Teil der Magisterium-Reihe, zu der ich, glaube ich, auch nicht mehr allzu viel sagen muss. Es geht um Kell, es geht um eine Zauberschule, es geht um die dunklen Seiten und die hellen Seiten und es geht um Magie und um Freundschaft und keine Ahnung, lest euch den Klappentext durch. Ich glaube, ihr kennt die Bücher alle, von daher brauche ich da nicht so viel zu erzählen. Falls nicht, ich verlinke euch die Bücher aber auf jeden Fall unten in der Infobox. Und ja, ich bin sehr neugierig darauf, wie es weitergeht. Ich habe so ein bisschen meine Zweifel, weil das Buch so dünn ist und ich mich frage, wie man eine gute Fortsetzung von Teil 1 und Teil 2 in diese paar Seiten quetschen kann, ohne dass es ja entweder zu gequetscht wirkt oder letztendlich kaum was passiert. Also ich habe da so ein bisschen Angst vor und so meine Zweifel und habe auch schon gehört, dass der dritte Teil nicht mehr ganz so gut sein soll. Aber ja, ich lasse mich da überraschen und hoffe einfach, dass es mir gefällt. Und dann wären wir auch schon am Ende angekommen. Zu guter Letzt fehlt natürlich noch das Buch vom Subvoting. Und das ist Du neben mir und zwischen uns die ganze Welt von Nicola Yoon. Auch das wird sich, denke ich mal, sehr, sehr schnell lesen lassen. Auch darauf freue ich mich wirklich schon sehr. Ich bin da sehr gespannt drauf, was nicht nur in diesem wunderschönen Äußeren liegt. Wobei dieses Buch ja echt wunderschön ist. Auch wenn man den Schutzumschlag abmacht. Ich meine, das sieht darunter ganz genauso aus. Das finde ich voll schön. Ja, ich habe mir den Filmtrailer schon angeguckt. Ich konnte einfach nicht widerstehen. Und jetzt will ich dieses Buch nur umso mehr lesen, weil der Trailer echt sehr, sehr vielversprechend aussah. Von daher freue ich mich da wirklich schon sehr drauf. Da wären wir auch schon am Ende angekommen. Das war meine Leseliste für den März. Ich bin ja mal gespannt, was ich im März wirklich so lesen werde, weil wie gesagt, es kommen einige Neuerscheinungen und ein paar Bücher sind halt auch schon auf dem Weg zu mir und ich weiß nicht, wie lange ich mich beherrschen kann. Von daher könnte ich mir gut vorstellen, dass zu diesen Büchern halt noch andere dazukommen und dass ich das ein oder andere vielleicht doch austausche. Aber letztendlich sind das eigentlich erstmal so die Bücher, die ich auf jeden Fall lesen möchte. Und da es diesmal ja nicht ganz so viel ist, denke ich, könnte sogar das ein oder andere Buch noch extra drin sein. Mal schauen, ich lasse mich überraschen. Ich hoffe einfach nur auf einen sehr schönen Lesemonat. Ich freue mich auf die Bücher und ich hoffe echt, dass der Frühling kommt und ich mich mit einer Decke schon mal gemütlich nach draußen setzen kann, ohne zu erfrieren und ohne nass zu werden. Und das wäre so schön. Naja. So viel dazu. Erzählt mir gern, welche Bücher ihr im März lesen wollt. Ich freue mich auf eure Kommentare. Wollt ihr auch unbedingt den Film Du neben mir und zwischen uns die ganze Welt sehen? Habt ihr den Trailer schon gesehen? Könnt ihr mir sagen, ob ihr glaubt, es wird eine gute Buchverfilmung oder eher nicht, wenn ihr das Buch schon gelesen habt. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Ansonsten war es das an dieser Stelle von mir. Ich wünsche euch einen guten Start in diesem neuen Monat und dann hoffe ich, dass wir uns in meinem nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Tschüss.